Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Cash. Wir sind noch im Warm-Up. Hat er da etwa im Warm-Up schon was reingenudelt oder wie? 12-2 im Warm-Up. Er ist da komplett am Schwitzen. Hallo? Das ist doch die Zeit, wo man rumläuft, so ein bisschen die Map anschaut, Granaten schmeißt auf sich selbst oder die Mates. Okay, er zieht jetzt schon ab und an extrem auffällig auf die... Hoppala, jetzt habe ich hier eine Taste rausgeklappt hier bei mir. Auf die Köpfchen. Im Moment ausschließlich Headshot bei ihm. Muss aber mal gucken, was so passiert gleich, ne? Kann ich ihn, soll ich noch ein Stücken vorspulen? Ja, oder? Dann so, okay. Gehen wir mal noch hier bis ins normale Spiel, ja? Bis das schon wieder ein Headshot übrigens, ne? Also by the way. Okay, er schießt seinen Mate an. Kein Headshot, ja, er war aber kein Kill von ihm. Guck mal, wie er immer so hoch geht. So, tap, tap, tap. Kein Headshot, okay. So. Also, wo geht er hin im Real Game? Ich sag, dass er ein... Ja, genau, ein B-Spieler ist. Die schleichen ja ultra. Einer kommt jetzt gleich. Und der Rest hüpft so wild auf Mitte rum. Okay, Karl wartet einfach vor... Ah, da kommt er langsam angedackelt. Oh, hoppala. Achtung, Achtung, Achtung. Guck, wie er auch zappelt. Achtung, Alpha kommt noch dazu. Und aimt er jetzt direkt ein bisschen links. Oh, er hört hinter sich einen Nachladen. Im Zigzag, aber der rennt weg. Und der im Vent kommt nicht runter. Der ist auf der Mitte geblieben, ne? Zwei sind Mitte. Bombe ist unter anderem Mitte. Ja. Das ist komisch, wie das manchmal auf die Köpfe dann so. Achtet mal ganz genau drauf. Vor allem, wie es auch nach dem Schuss ist. Wie wenn er, als wenn er sich so richtig von was loslösen müsste, von von der Klebefläche. Ich spule ein Stück, bis er wieder an seinem Platz ist. Oh, B. B, 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 B. Das sieht alles nicht sonderlich clean aus. Die Art und Weise, wie er da drauf zuckelt, jedes Mal. Mal gucken wir noch, wie er die Mitte legt. Übrigens ist heute kein Livestream. Oh, wow. Ist ja Samstag, ne? Ich wollte eben schon einen Stream ankündigen, aber nein, ist ja gar keiner. Ich frage mich, wie lange wir gestern gemacht haben. Also ich bin jetzt noch vor dem Freitagstream. Der ist erst heute Abend für mich. Letztes Mal haben wir bis um 6:30 gemacht. Ich hoffe, dass es dann heute nicht so extrem lange wird. 4 ist schon angepeilt. Da kommt überhaupt niemand bei ihm. Immerhin bleibt er lange stehen. Also Richtung Vision Assist, durch die Wände schauen, Warlag-mäßig. Da scheint jetzt nicht so viel im Anmarsch zu sein bei ihm. Einer war Mitte, ja, okay. Aber sein Aiming, achtet auch mal generell so auf seine restlichen Dinge. Ja, also wie er so aimt, wie er rumläuft, wie sein Pre-Aim ist, wie sein Movement ist und sowas. Und überlegt mal ganz genau, ob das zusammenpasst oder ob ihr findet, dass das zusammenpasst oder ob es wie zwei unterschiedliche Menschen sind. Achtung, Aiming. Oh. Er drückt einfach gar nicht ab, knallhart. Wie er ist. Einer vor B. Ah, jetzt macht er AWP. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt, ob da jetzt auch Headshots reinhageln. Das ständige Geducke und Aufgestehe nervt halt echt. Wobei ich das manchmal auch mache, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Das ist ja ultra abfuckend. Als wenn er wüsste, dass man ihm über die Schulter schaut. Und er ihn einfach nerven will. Auf Bulldog, renn rein. Gut, das war einfach nur ganz normal drauf. Achtung, Eclipse kommt. Er sammelt gerade all seinen Mut zusammen, dass er reinrennen kann. Oh, drunter durch. Hat gerade seinen Mate hochgeschossen. Bevor der Gegner hochgeschossen hat, hat sein Mate zu ihm hochgeschossen. Nee, oder? Mitte ist wieder durch. Rennt zurück. Gucken wir kurz nach den Stats, wie es aktuell aussieht. Er steht mit... okay, 9-2. Ja, aber er steht auch... Sie sind in Runde 4. Und er hat bereits fast 10 Kills. Ist schon nicht schlecht. Kann man machen, auf jeden Fall. Ist ohne Probleme möglich, natürlich, klar. Aber in so einer Standardverteilung, wenn alle so ungefähr vom gleichen Schlag sind, also sprich vom gleichen Skill. Oh Gott, oh Gott. Oh, das gesehen, wie er nach dem Shot, wie er eben nachdem er geschossen hat, sich geduckt hat und sein Fadenkreuz, während er repetiert hat, direkt auf den Feind drauf war. Als hätte er seine Taste zu spät gedrückt zur Schuss. Ah, fuck. Und dann drauf gedrückt und das Fadenkreuz.
Ja, ich habe eben gesaugt. Ich habe heute richtigen Frühjahrsputz gemacht im Büro und in der Hälfte des restlichen Hauses. Und jetzt ist hier aber immer noch so ein bisschen vom Saugen halt der Staub in der Luft. Der aufgewirbelte. Und da muss ich halt niesen, na klar. Oh, Mitte kommt. Mitte kommt durch. Achtung. Okay. Ich meine, jeder macht mal komische Bewegungen bei Headshots. Also wenn ich da zum Beispiel auch Larry oder auch Neon Darky mir anschaue bei uns in der Community. Die haben so eine Art, also man kriegt irgendwann so eine Art Signature-Move. Also in die Richtung, in der man wegschwenkt, wenn es eine Default-Situation ist, in der nicht direkt noch einer da ist. So wie er. Er geht dann immer so kurz nach oben rechts weg. Mal gucken, wie er das beim nächsten macht. Das wirkt halt, vor allem wenn im Vorfeld schon ein Signature-Move passiert, also wupp, dran, wie jedes Mal dran gezoomt wird, dann wirkt das natürlich immer sehr merkwürdig. Oh, komm. Mal gucken, ob er jetzt gleich wieder so weggeht. Warum schießt er denn jetzt nicht? Ich meine, das hätte er doch jetzt, man hätte nur noch abdrücken müssen, hätte auch ein Schweinchen machen können. Und da wäre der Headshot wahrscheinlich reingegangen. Bei der Deagle gibt es ja auch immer so ein bisschen diesen Faktor, ne? Man ist genau drauf, aber sie zieht trotzdem irgendwie 3 Meter nach rechts, aber, oder schießt 3 Meter nach rechts, aber der ist ja eher selten. Auf, hol dir nochmal eine gescheite Waffe, jetzt nicht die AWP. Mit der AWP ist es nicht so sweet zu schauen. Da muss man ja wirklich... Oh, oh. Okay, das war ein Fliggy Vanilli. Und jetzt rennt er rein, Bulldog. Nein, doch nicht, er rennt davon. Ich meine, sie sind auch gerade nicht komplett unterlegen, ne? Sie haben immerhin schon 2 Runden von 5, die Tees. Also, sie werden jetzt nicht komplett nass gemacht. Und man merkt auf jeden Fall, dass die Mates von ihm nicht allzu viel können. Aber das... So ein Flick ist natürlich auch möglich. Sowas geht, kann man schon machen. Klar, ja. Aber... Wie viel Prozent? Er hat jetzt gerade 90% Headshot-Rate. Ist auch möglich. Was würdet ihr sagen? So im Vergleich zu seinem gesamten anderen Play, sein Movement, Crosshair, Placement und so weiter. Würdet ihr sagen, ja, da ist eindeutig jemand am Start, der genau, also der zu Recht eine Headshot-Rate von 90% trägt? Oder würdet ihr sagen, da ist eine kleine Hilfe am Start? Achtung. Also gleich wird er wird irgendwann merken, dass es auf B ist. So. Kommt der T jetzt ran? Ne, er geht nicht ran. Er versteckt sich. Er hat gerade irgendwas geschrieben, nehme ich an. I got this, boys. I got this. Jetzt geht er hin. Achtung, durch die Wand. Batsch. Nicht. Oh. Also dieses... Also ich meine, vielleicht ist er da auch eben hoch gestolpert, aber dieses kurze, sehr offene Stehen für T-Main. Einfach hin, hier bin ich. Er hätte jederzeit geklatscht werden können. Ich weiß auch nicht. Ob das für jemanden mit 100%, 90% Headshot... Wahrscheinlichkeit spricht. Hat er, ich hab's gerade eben nicht gesehen, hat er einen Diffuse gehabt? Falls er einen Diffuse-Kit gehabt hätte, war das doch auch noch ziemlich im Rahmen, oder? Er hätte, glaube ich, schon noch mal ganz kurz Richtung Gegner schießen können. Haben sie jetzt hier einen Bot oder sind seine Mates am Schreien? Oh mein Gott, das ist ja ultra nervig. Ich glaube sogar, dass er das ist, ne? Er schießt seinen Mate an, zappelt die ganze Zeit rum. Oh Gott, ist das behindert. Okay. Hat er das eben gesehen? Drauf, bumm, getroffen, kurz und wieder drauf. Ich will es euch ja nicht vorwegnehmen, ne? Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Zu seinen sonstigen Actions. Aber der Mate hat da auf jeden Fall gezielt angeschossen, ne? Da war nicht irgendwie, oh Mate, sorry, dass ich dir jetzt in den Arsch geschossen habe. In diesem riesigen Feuergefecht. Alter, ist das nervig. Ah, crap. Hopp, warum geht das eigentlich so ewig lang, das Ding? Hopp jetzt, da, bumm. Okay, hopp. Das ist doch nicht wahr, dass es 10 Minuten geht in Overwatch. Jetzt blockt er seinen Mate auch noch. Das ist ein richtiger Spastart. Leute, nehmt das auf jeden Fall mit in eure Bewertung. Er hat den Kollegen gerade in der Ding da hinten gehalten. Ich lasse jetzt einfach durchrennen. Ich würde sagen... Ich drücke ihm jetzt, was ich denke, was ich ihm drücken sollte. Und ihr schreibt in die Kommentare, was ihr ihm drücken würdet. Wir sehen uns dann, ne? Demnächst. Haut rein. Ciao, ciao. Kommentare, Likes, Dislikes. Danke für alles.